Die zweite Stufe dieses Multifunktionsapparatur der Universal-Universen Aberwitzigkeits-Transformations-Schwarzloch-Rotationsringkern-Generators ist die der Artemis. Nicht also nur der dem Äon der Nike korrelierende imaginäre, alle Blicke und sonstigen Fühltentakel auf sich ziehende Begehrensblendattraktor in Bezug auf Erprobung aller genießend Substanzströme, die da hineinwirbeln sollen in dieses, wie man sagt, anderen Lebens des Arsches, spricht der untersten euch herunter, hinter dem Adyton als Vorahnung des neu zusammengesetzten hervorzublinzen, hervorblinzeln und verlockend zwinkernden, nicht also nur um diese Verführungs-, Prunftwerbungs-, Spiel-, Attitüden geht es der Nike, sondern die nächste Stufe ist jener Produktions aller Sein, jener Produktionsort aller Seinswahrnehmung der Artemis, jener Produktionsort aller Seinswahrnehmung als Dreh- und Angelpunkt allen Seins, der seine Rotationsumwandlungsinversionen und Neuzusammensetzungsfunktionen als der große Fleischwolf, die Vortexspirale einer eines Doppelhelix-Strudels, jene ribosomale Auftrennungs- und Wiedervernähungsmaschine, auf die dann die sich dann auf alle Weltvorstellungsmälle übertragen, sodass ein galaktisches Schwarzloch lediglich die Vorstellung einer Imitatio dieses Rotationsbrummkreisels entspricht und alle Neutransformierungs-, Zerstörungs- und Umwandlungsprozesse, beginnend von der Wahrnehmung, vom einfachsten Wahrnehmungsvorgang, mehrmals pro Sekunde bis ins dignifizierteste Materielle hinein, in Zeiträumen von Milliarden von Jahren, ebenfalls ein imitatorisches Abbild dieses nämlichen Prozesses einer unstillbaren, nie aufzufüllenden Rotationsschwindels, eines bodenlosen Fallens darstellt, dessen Urbild eben dieser Universal-Universen-Aberwitzigkeits-Transformations-Schwarzloch-Rotationsringkern-Generator in seiner Aktion, in seinem Status Agendi darstellt, wenn der Brummkreisel in Funktion ist, mit all dem Humor, all dem Witz, all der Chuzpe und all dem Gelächter dieser Multifunktionsapparatur, dieser Wahrheitserzeugungsmaschine, denn die gesamte Wahrheit ist der Durchlauf durch die Positionen der Nike, der Artemis, der Hekate oder die des Heraklits gegen Parmenides, dividiert durch das Rhizom. Es handelt sich also in diesem Wahrheitsgenerator um eine nie aufhören könnenden Unsterblichkeits-Genießens-Substanz-Umwandlungsgenerator. Die genießende Substanz, die leidende Substanz wird zerlegt und neu sensationell, spirillig, spiralig umgewandelt in diesem wirbelnden Vortex, deren Aussehen die einer Doppelhelix von DNA im Ribosom ähnelt. Liebe einen Futzpimmel als solchen eines, als
als einen Putzfimmel, sagte mal eine schizophrene Patientin. Eine universale Mangelschleuder-Waschmaschine, die alle verschmutzten, kontaminierten und verbrauchte Genießensubstanz, sprich alle Mängel des Mangels, in die Mangel nimmt, sie aufdröselt wie Penelope und sie dann gereinigt wieder auswirft, indem sie sie wieder zusammentextiert.